Hallo, der heute hier in Elektrotraining in 5 Minuten. Mein Vater, ja da, der ist in Rente gegangen und was macht er jetzt? Der hat sich jetzt einen Beamer gekauft und der zeigt euch jetzt mal so ein richtig schönes Unboxing. Jetzt hoch auf. Machen wir das gute Stück mal auf hier. Das ist eigentlich sehr ordentlich verpackt, das Ganze. Seht ihr, es wird wahrscheinlich die Bedienungsanleitung sein. Großer Beamer. Kriegt man fast alleine gar nicht raus. Vorsichtige Folie runter. Ui, der ist groß, der ist groß. Ja, groß hat man gar nicht vorgestellt. Der ist groß. Das ist übrigens der Epson EH-TW9000. Ich werde euch hier mal zeigen. Der ist gigantisch groß. Hier, TW9400. Das ist momentan 4K-Beamer. Natürlich nur, um meine Videos anzugucken. Ist eh ganz klar. Und der kann natürlich 4K. Sieht man gerade, dass die Blende hier ist. Die Schutzvorrichtung hier ist nicht ganz zu. Hier ist es nicht ganz zu. Hoffe, das macht sich nicht negativ bemerkbar. Gucken wir zu den Anschlüssen, was haben wir hier alles. Zuerst hier, normale Einschalter, Source, ja. Lens, Enter Menü haben wir hier. Und was haben wir noch? So, alles. Andere Seite. Anschlüsse. So, für Anschlüsse. Anschlüsse. So. Kommen wir jetzt hier mal so hin. Also wir haben hier optisch HDMI 1.2, dann haben wir USB-A, dann Servicestecker, dann RS-23, ne warte, jetzt bin ich, Service haben wir hier, LAN haben wir hier, ja, jetzt bin ich jetzt hier, LAN haben wir hier, PC VGA, hier ein RS-232C-Stecker, und einen Trigger-Stecker haben wir hier. Ja, das klingt schon alles ziemlich gut. So, gut. Dann, was ist in der kleinen Box noch? Was ist in der kleinen Schachtel? Das ist das nächste. Bin gespannt, wir sind beide gespannt. Was ist hier noch drin? Ich vermute mal die Fernbedienung. Und ich habe
recht gehabt, es ist die Fernbedienung. Das ist die Fernbedienung und kaltgerechte Kabel. Irgendwas anderes noch. Das kann ich sagen, was das ist. Netzkabel drin. Diese Halterung schätze ich fürs Netzkabel. Gut. Hier die Fernbedienung. Fernbedienung. Sieht sehr ähnlich aus wie der TW 9000 vom Fernbedienung her. Also so, nur dass ich mir was vorstellen kann, halte jetzt hier meinen Arm hier hin. So, also ziemlich, der geht über meine Armlänge hinaus. Und wenn ihr jetzt euch den mal den, nur zum Vergleich, den TW 9000 hier anguckt, das ist der TW 9000, der ist hier natürlich schon etwas kleiner geraten. Fernbedienung sieht aber, Information. Sieht aber ziemlich identisch aus. Also da gibt es nicht echt viel Neues. So, jetzt hier nächstes Projekt. Die Halterung, die mein Vater schon letztes Jahr Weihnachten gekauft hat, weil er sich immer dieses, ja, so ein Beamer schon immer gewünscht hat. Und jetzt hat er zugeschlagen. Ideal, Beamer kauft man immer, wenn der Sommer beginnt, weil da will keiner einen haben, weil jeder draußen ist. Da kann man am besten handeln. Gut, so jetzt hier noch die Anschlüsse. Passt die Universalhalterung? Ich habe das so mal gehabt, glaube ich, dass es so trocken war. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht aus. Ein bisschen Einstellungssache hier, die Löcher oben. Die Bedienungsanleitung lesen, ob das so trocken passt. Jetzt müssen wir die Bedienungsanleitung noch mal überprüfen. Jetzt 4 Punkte brauchen wir. Ich glaube, dass das eventuell die 4 Punkte sein könnte. Weil geplant ist, dass dieser Beamer hier über dem TW 9000 hier oben an der Deckenhalterung hier angebracht wird. Das ist nur zur Information, das ist ein Panasonic Modell, ist hier, wem es interessiert, PTAX100E. Wem es interessiert, einfach runter kommentieren. Ich kann gerne Infos hergeben und Empfehlungen zu den einzelnen Beamern. Wer da noch Bock drauf hat, wie gesagt, mein Vater ist da der absolute Fachkenner. Der beschäftigt sich schon ewig mit Film und Fotografie, schon länger als ich. Er lebt auch länger, ganz klar. Und ja, bin gespannt auf die ersten 4K-Filme. Natürlich werde ich selber meine eigenen gedrehten, werden wir da uns angucken. Und natürlich auch Spielfilme, Blockbusters, wie auch immer, wie sofort. Und jetzt haben wir hier noch eine CD. Ja, Bedienungsanleitung, ich denke. Achso, Bedienungsanleitung. Vater hat eine Bedienungsanleitung gefunden. Ja. Cool. Bin gespannt. Wie gesagt, dieses Modell, das ist jetzt der schwarze, den gibt es ja auch noch, diesen TW 9400W. Das ist jetzt hier das Besondere, also beim W, der ist noch ein Stück teurer, dafür kann der aber Funkübertragung machen. Also das ist dann der weiße und das ist Funkübertragung, läuft ähnlich wie beim 9000. TW 9000W, da gibt es nämlich so ein Funkübertragungsteil, das zeige ich euch jetzt auch mal, weil wir gerade dabei sind. Wem es noch richtig so interessiert. Und zwar, das ist dieses Teil hier. Da steckt man einfach ein HDMI hinten drin. Und der sendet dann über WLAN. Also in dem Fall jetzt hier Full HD. Und in dem anderen Fall 4K. Aber halt nicht mit diesen 18 Gigabit HDMI-Leitung. Das ist natürlich auch wichtig. Um das volle 4K-Bild zu bekommen, braucht ihr diese HDMI-Leitung natürlich auch die neue. Die jetzt 18 Gigabit kann. Und die hat mein Vater über Weihnachten schon mal eingezogen. Wo habe ich die Leitung hier? Wo steht die raus hier? Das ist... Boah, wo ist das Kabel? Haben wir jetzt hier noch gar nicht da. Ist das...
Ja, ich sehe jetzt gar nicht, was jetzt rauskommt. Auf jeden Fall, das Kabel wurde hier schon. Das muss auch hier. Wo ist es denn? Ah, da steckt er schon in dem Beamer drin. Das hier ist es. Hier ist es. Das ist schon das neue Kabel, das hier durchgezogen worden ist, um hier volle Bildqualität zu besitzen.